Lass uns gemeinsam Tegel schließen. Ein innerstädtischer Flughafen ist schlecht für die Stadt und schlecht für die Menschen. Er ist laut, stinkt und macht krank. Jeden Tag starten und landen in Tegel etwa 500 Flugzeuge. 500 Mal täglich sind also 300.000 Menschen von diesem Lärm betroffen. Fast die Hälfte sogar von einem Lärmpegel über 60 Dezibel. Und 2.500 Menschen müssen 70 Dezibel ertragen. Ein Wert, der sonst nur in Industriegebieten zulässig ist. Stell dir vor, alle 90 Sekunden schmeißt jemand neben dir einen Rasenmäher an. Lärm macht krank. Er erhöht das Risiko von Herzinfarkten, Schlaganfällen, Schlafstörungen und Depressionen. Außerdem die Gefahr von Abstürzen. Immer wieder kommt es zu tragischen Unfällen. Wir wollen verhindern, dass ein Flugzeug über einem Wohnviertel wie Tegel abstürzt. Der BER? Ja, ein Desaster. Aber wir versprechen. Tegel schließt erst, wenn der BER ein halbes Jahr geöffnet ist. Und keine Sorge, mit Schönefeld-Alt und weiteren Ausbaumaßnahmen reichen die Kapazitäten am BER locker aus. Es gibt also keinen Grund, weiter an zwei Standorten Menschen mit Lärm zu belasten. Der Um- und Neubau des Flughafens Tegel würde über 1 Milliarde Euro kosten. Tegel braucht einen komplett neuen Brandschutz und muss von Grund auf saniert werden. Die Technik ist auf dem Stand von vor 40 Jahren. Berlin braucht aber keinen zweiten gescheiterten Flughafen. Berlin braucht kein neues Milliardengrab. Außerdem wäre Tegel dann sowieso nur ein Flughafen für VIPs, Regierung und Militär. Denn alle großen Fluglinien wechseln auf Dauer zum Umsteigeflughafen BER. Für uns ist klar, der Flughafen Tegel ist ein Sicherheitsrisiko, macht krank, ist teuer und wird mit dem BER unnötig. Aber vor allem, Tegel ist zum Fliegen viel zu schade. Mehr als 460 Hektar mitten in der Stadt, das ist eine einmalige Chance für ganz Berlin. Die Lärmbelastung würde um 30% sinken. 9000 dringend benötigte Wohnungen sollen entstehen, gerade für Menschen mit geringem Einkommen. Die Beuth-Hochschule bekommt endlich ihren Campus. Bis zu 5000 Studierende können in Tegel lernen und forschen. Und es gibt Platz für Berlins zweitgrößten Park, so groß wie 308 Fußballfelder. Auf dem Drachen statt Flugzeuge steigen, auf dem keine Motoren mehr die Luft verpesten, sondern Kinder spielen. 1000 Start-ups können sich in Tegel ansiedeln, die bis zu 20.000 Jobs bringen können und 180 Millionen mehr an Steuereinnahmen generieren. Es gibt also gute Gründe, Tegel zu schließen und die Geschichte des Traditionsflughafens weiterzuschreiben, statt die Vergangenheit festzubetonieren. Deshalb stimmen beim Volksentscheid am 24.09. mit Nein, aus Liebe zu Berlin. Hol dir 460 Hektar Stadt zurück und bring sie voran.